MCU Adventskalender, Tag 16. Ja, wir sind mittlerweile schon echt weit fortgeschritten. Nicht mehr lange, dann steht Weihnachten vor der Tür. Ich freue mich zwar schon auf Weihnachten, aber irgendwie ist es auch komisch, dass der Adventskalender dann jetzt endet und man nicht mehr so täglichen Upload hat, obwohl ich geplant habe, diese täglichen Uploads weiter zu verfolgen. Deswegen freut euch auf immer mehr Content, der in nächster Zeit kommen wird. Aber hier soll es jetzt gar nicht um meinen Kanal gehen. Hier geht es ums 16. Türchen. Es kann zu Marvel-Spoilern kommen, nicht zu den aktuellen Serien. Und seitdem gestern No Way Home draußen ist, was ich noch nicht gesehen habe, was ich erst morgen sehen werde. Keine Sorge, keine Spoiler dazu. Wir starten jetzt mit Türchen 16. Heute steht Shang-Chi im Mittelpunkt. Nachdem wir am Anfang des Kalenders auch schon mal seinen Vater hatten, über den wir genauer gesprochen haben, soll jetzt Shang-Chi im Mittelpunkt stehen. Ich habe es ja in den letzten Folgen mal so gemacht, dass ich erst ein bisschen über die Hintergrundstory geredet habe. Jedoch gibt es hier noch gar nicht so viel Hintergrundstory, da er gerade mal seit einem Film im MCU ist. Und zwar, das ist halt sein Origin-Film. Shang-Chi, Sohn des Mandarin, wird zu einer Waffe ausgebildet, soll die Leute töten, die seine Mutter getötet haben, das will er nicht so ganz, zieht sich deswegen zurück, sein Vater will gegen das Dorf seiner Mutter kämpfen und so weiter. Er kämpft gegen seinen Vater, dann gibt es noch eine theatralische Szene zwischen den beiden und. Ja, und dann kriegt er am Ende auch noch so diese 10 Ringe da. Die sind anscheinend irgendwie übermächtig. Das werden wir noch weiter sehen, das hat uns die Post-Credit-Scene bisher verraten. Gespielt wird er, by the way, von Simu Liu. Wenn ich es richtig ausgesprochen habe, ich tue mir da manchmal etwas schwer mit den Namen. Aber ich persönlich muss sagen, ich finde Shang-Chi einen echt interessanten Charakter und ich finde den Film mega gut. Das ist, finde ich, einer der besten Marvel-Filme seit langem. Musikalisch, on point, die Darstellung, besonders der zweite Teil des Films. Der Film hat nämlich in der Mitte einen ziemlichen Bruch. Man hat erst dieses alles, was auf der Erde passiert, alles dieses reelle, so dieses Bekannte, dann hat man auf einmal eine ganz neue Welt. Dieses Tal Talu mit diesem magischen Bambuswald und diesen magischen Wesen. Und oh mein Gott, ich hatte solche Pokémon-Flashbacks. Die haben da so ein Teil, das sieht aus wie Alola Vulnona. Und ich muss sagen, grafisch ist dieser Film einfach echt extrem gut. Interessant ist auch das Making-of dazu. Das heißt, jeder, der Disney Plus hat, empfehle ich, schaut euch das Making-of dazu an. Ich bin gespannt, wo es mit ihm noch hingehen wird. Vor allen Dingen, in welchen Konstellationen er spielen wird. Ich kann mir vorstellen, dass er sehr stark an Wong gehängt wird, weil, ich weiß nicht wieso, aber der hatte in diesem Film doch schon eine gewisse Präsenz. Besonders, wenn man sich das Ende und die Post-Credit-Scene anguckt. Bin ich auf jeden Fall gespannt, wie es mit ihm weitergeht. Beim nächsten Punkt, jegliche Angaben ohne Gewähr, aber ich meine gehört zu haben, dass zwei neue Verträge abgeschlossen wurden. Einmal für Shang-Chi 2 und einmal für eine neue Disney Plus Serie, die sich um die Schwester von Shang-Chi handelt. Das hat ja quasi so ein bisschen die zweite Post-Credit-Scene gezeigt, dass sie jetzt die 10 Ringe übernommen hat. Ich meine, dass es in dieser Serie dann quasi darum geht. Aber wie gesagt, jede Angabe ohne Gewähr. Und ich bin so hyped auf die Filme, weil wenn die nächsten genauso gut werden wie der erste, wenn nicht sogar besser, dann sind das richtig, richtig super Filme. Das war's für die heutige Folge. Ich verabschiede mich. Morgen ist endlich Freitag und dann ist schon wieder Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Adios. Ciao. We'll be right back.